Buddha Shakyamuni wurde vor mehr als 2500 Jahren in Indien geboren. Seiner Abstammung nach war er ein Prinz. Bereits als Kind war er sehr reif in Bezug auf sein Wissen und sein Mitgefühl. Er erkannte, dass wir alle von Natur aus nach Glück streben und frei von Leiden sein wollen. Leiden kommt nicht immer von außerhalb. Es entsteht nicht allein durch Hunger und Dürre. Wenn dem so wäre, könnten wir uns vor dem Leiden schützen, indem wir zum Beispiel Vorräte anlegen. Dagegen hängt das Leiden, das Krankheit, Alter und Tod mit sich bringen, mit der eigentlichen Natur unserer Existenz zusammen. Und es lässt sich nicht aus der Welt schaffen, indem wir die äußeren Bedingungen ändern. Viel gravierender ist, dass wir in uns diesen ungezähmten Geist haben, der für alle Arten von Problemen anfällig ist. Er wird von negativen Gedanken wie Zweifel und Wut gequält. Solange unser Geist von dieser Schar negativer Gedanken heimgesucht wird, wird eine Veränderung der äußeren Bedingungen unsere Probleme nicht lösen, selbst wenn wir weiche, angenehme Kleidung und köstliches Essen haben. Motiviert durch sein Mitgefühl für alle fühlenden Wesen, erkannte Buddha Shakyamuni das ganze Ausmaß der Schwierigkeiten und dachte über das Wesen seiner eigenen Existenz nach. Er fand heraus, dass alle menschlichen Wesen die Erfahrung von Leiden machen und verstand, dass die Ursache dafür in unserem unbeherrschten, ungeordneten Geisteszustand liegt. Denn unser Geist ist dermaßen ungezügelt, dass wir sogar oft nachts keinen Schlaf finden. Als er sich diesen Problemen gegenüber sah, war er klug genug, sich zu fragen, ob es eine Methode gäbe, um sie zu überwinden. Er fand, als Prinz in einem Palast zu leben, sei kein geeigneter Weg, um Leiden zu überwinden. Seiner Meinung nach bildete es sogar ein Hindernis. Deshalb gab er alle Annehmlichkeiten des Palastlebens auf, auch das Leben mit seiner Frau und seinem Sohn, und wählte das Leben eines Heimatlosen. Im Laufe seiner Suche traf er viele Meister und hörte sich deren Unterweisungen an. Er fand, dass diese Lehren zwar von gewissem Nutzen seien, aber letztendlich keine Lösung für das Problem boten, das Leiden zu beseitigen. 6 Jahre lang lebte er in strengster Askese, indem er alles aufgab, was ihm als Prinz Freude gemacht hatte, und sich strengen asketischen Übungen unterzog, war er in der Lage, seine meditativen Fähigkeiten zu stärken. Unter dem Bodhibaum sitzend, einem Feigenbaum, überwand er die ihn behindernden Kräfte und erlangte Erleuchtung. Danach begann er zu lehren, drehte das Rad der Lehre, die auf seine eigenen Erfahrungen und Verwirklichungen gründete. Wenn wir über den Buddha sprechen, sprechen wir nicht über jemanden, der von Anfang an ein Buddha war. Er fing genauso an wie wir. Er war ein gewöhnliches, fühlendes, menschliches Wesen, das aus denselben Gründen litt wie wir auch: Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Er hatte viele Gedanken und Gefühle, angenehme und schmerzhafte, genau wie wir. Aber als Folge seiner starken und kontinuierlichen spirituellen Übung konnte er verschiedene Stufen auf dem spirituellen Weg bis hin zur Erleuchtung erreichen. Manchmal beschleicht mich ein Gefühl des Unbehagens, wenn ich über das Leben Buddha Shakyamunis nachdenke. Obwohl dessen Lehren auf unterschiedlichen Ebenen interpretiert werden können, beweisen die historischen Berichte, dass er 6 Jahre lang hart übte. Und dies macht deutlich, dass sich der Geist nicht durch bloßes Schlafen, durch Entspannung und Genießen der Annehmlichkeiten des Lebens verändern lässt. Es zeigt uns, dass wir allein durch harte Arbeit und ertragene Mühsal über einen langen Zeitraum hinweg fähig werden, Erleuchtung zu erreichen. Es ist nahezu unmöglich, innerhalb kurzer Zeit und ohne Anstrengung alle spirituellen Entwicklungsstufen und Kenntnisse zu erreichen. Das wichtigste Motiv, das Buddha veranlasste, seine besonderen physischen, geistigen und kommunikativen Qualitäten auszubilden, war Mitgefühl. Ebenso sollte es das Ziel unserer eigenen Praxis sein, anderen helfen zu wollen. Ein solch selbstloser Wunsch existiert auf natürliche Weise in unser aller Herzen. Er ist wie ein Same, den wir durch unsere Praxis beschützen und zum Wachsen bringen können.
Alle Lehren des Buddha zielen wesentlich darauf ab, dieses freundliche Herz und einen selbstlos liebenden Geist zur Entfaltung zu bringen. Der Weg des Buddha gründet auf Mitgefühl, dem Wunsch, dass andere frei von Leiden sein mögen. Dies lässt uns erkennen, dass das Wohlergehen anderer letztlich wichtiger ist als das unsere, denn ohne die anderen wäre keine spirituelle Praxis vorhanden. Es gäbe für uns keine Möglichkeit, erleuchtet zu werden.